Hallo und herzlich willkommen zu CSGO und zwar auf der Map Safe House. Und wir spielen heute mal ein bisschen Wettrüsten. Schon vorab, ich bin ziemlich schlecht im Spiel, also wundert euch nicht. Ja, das Team hier. So, ich glaube Spielmodus, weiß nicht, soll ich den erklären? Ich glaube, ihr kennt den alle. Über was ich heute eigentlich mit euch reden will, ist ja. Einigen ist es sicher schon aufgefallen, dass auf meinem Kanal der Banner. Ah, das Spiel geht erst an. Okay. Dass auf meinem Kanal der Banner geändert wurde. Und zwar steht da nun, dass der Kanal inaktiv ist. Das heißt, ich habe mit dem Kanal hier aufgehört, mehr oder weniger. Also das hier wird. Gott, bin ich schlecht. Das hier wird wohl das letzte Video werden. Und ich will heute eigentlich bloß so ein bisschen mit euch quatschen drüber, warum und wie es weitergehen wird. Bin so schlecht, ich sag's euch. Ohne Shit. Ja, auf jeden Fall. Dieser Kanal ist jetzt erstmal zu. Das heißt, hier werden keine Videos mehr kommen, das wird das letzte sein. Aber ihr müsst nicht enttäuscht sein, also es wird auf jeden Fall weitergehen, aber auf einem neuen Kanal. Komm, 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 komm. Ich bin so schlecht. Hab ich den? Hab ich? Nee, hab ich nicht. Doch, ich hatte. Ja. Es wird auf jeden Fall auf dem neuen Kanal weitergehen. Das hat mehrere Gründe, warum ich hier aufhöre und am neuen Kanal anfange. Zack. So. Erstens, Grund Nummer 1 ist einfach, ja. Ich wollte einen neuen Kanal aufmachen. Erstens, um den Kanalnamen zu ändern. Zweitens, um nochmal ein bisschen neu anzufangen. Und um die, wie soll ich sagen, diese, das kennt doch jeder, der irgendwie YouTube macht. Man hat Abonnenten, die hat man eben. Die sind eben da und die gucken aber keine Videos. Das sind einfach Abonnenten, das sind Zahlen. Das ist, ja. Keine Ahnung. Steht jetzt zum Beispiel bei mir steht 120 Abonnenten, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wenn ich das Video hochladen werde. Auf jeden Fall 120 Abonnenten zurzeit. Und dafür möchte ich euch auch danken. Aber von diesen 120 Abonnenten sind vielleicht, keine Ahnung, 10. Höchstens 20, die wirklich regelmäßig Videos schauen. Liegt vielleicht auch daran, dass ich so viel verschiedene Content habe, aber ja, somit werden einfach die Abonnenten, die eben da sind und wirklich keine Videos schauen, ein bisschen zu aussortiert. Ein zweiter in unserem Team. Cool. Okay. Und ja. Also das ist schon mal Grund Nummer 1. Grund Nummer 2 ist eben der Kanalname. Grund Nummer 3 ist. Diesen Kanal habe ich ja immer so gehandhabt, dass ja, dass ich Let's Plays mache und die auch aufnehme und dann regelmäßig bringe. Also so wie jetzt war Montag und Donnerstag, glaube ich, war es Magica. Dann Dienstag und Freitag hätte ich jetzt eigentlich mit Matzi, hätte ich jetzt eigentlich mit Matzi Dings angefangen. Na. Sag schon, wie heißt's? Altes Live, genau. Und ja, das wären dann 4 Videos so. Ich wollte auch irgendwie schon mal mehr machen, aber der Grund ist einfach die Renderzeiten. Ich nehme auf, ja, nehme 20 Minuten auf, render dann eine halbe Ewigkeit lang. Und in dieser Zeit ist einfach mein Computer. Ich spiele am Laptop, also ich habe keinen Stand-PC oder so. Ich spiele wirklich am Laptop. Und Gott, bin ich schlecht. Ja, das ist eben so, der hat nicht so viel Leistung. Also er ist wirklich nicht schlecht oder so, aber er hat nicht so viel Leistung und die Renderzeiten sind einfach lange. Was halt auch dafür sorgt, dass ich jede Menge Zeit damit verbringe, einfach nur Videos zu rendern. Und dabei der Laptop einfach unbrauchbar ist. Also er steht halt da und rendert halt. Und ja, das war's dann. Da ich den Laptop allerdings auch für die Schule benötige und das auch einiges in Zeit in Anspruch nimmt und ich da nicht beide Sachen irgendwie gleichzeitig machen kann, das ist eben auch ein Grund dafür, dass ich nicht mehr so viele Videos machen kann und sie deshalb auch nicht immer regelmäßig kriegen. Also wenn ich jetzt sage, ja, cool, in der Woche ein Video würde funktionieren, aber zwei ginge auch noch, aber dann ab mehr wird es dann schon ein bisschen heikler. So schlecht.
Ja, also wie gesagt, ich bin zwar dabei, mir, oder ich habe es mir überlegt, ich möchte mir einen eigenen PC zulegen, also Stand-PC. Einfach so zum Zocken, der auch ein bisschen mehr Leistung hat und so. Aber ja, noch fehlt mir so ein bisschen das nötige Kleingeld dafür, wenn ihr versteht. So als Student ist man da ja auch nicht gerade so flüssig, um da so viel Geld auszugeben für einen guten PC. Deshalb wird es noch ein bisschen dauern wahrscheinlich. Wenn ich dann habe, wird es natürlich wieder Let's Plays geben. Aber bis dahin wird es auf dem neuen Kanal erstmal so aussehen, dass ich einfach so Mitschnitte, die ich so habe. Zum Beispiel von Arma, altes Live wird auf jeden Fall kommen. Also das habe ich schon zu Matze gesagt. Werden wir auf jeden Fall machen. Aber jetzt wirklich so regelmäßig Let's Plays von den neuesten Spielen und so, weiß ich noch nicht. Ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich auch mit Mitschnitte so hochladen werde. Und so in der Woche ein bis zwei Videos. Ach komm. Ja, wenn euch CSGO gefällt, natürlich auch. Dann und wieder mal so einen kleinen Mitschnitt. Aber das werden wir dann auch sehen. So, bevor ich jetzt zu lange laber, ihr dürft mir natürlich auf meinem Kanal folgen, den werde ich auch unten verlinken und auch in der Kanalbeschreibung von diesem Kanal ist der neue Kanal verlinkt. Und ja, wie gesagt, werde ich halt die Mitschnitte so bringen und sobald ich einen neuen PC habe und ein neues Mikro und ja, einfach ein neues Setup, werden dann auch wieder regelmäßig Let's Plays kommen und so. Okay, momentan läuft es eigentlich. Ach komm. Bei welcher Waffe sind wir denn schon? Die 8. Okay. Ja, ich würde sagen, das spielen wir noch fertig, oder? Den Spaß lassen wir uns nicht entgehen. Da drin. Ach komm. Muss der jetzt sein? Ja, ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir auch gerne mal einen Vorschlag machen, was ihr so nicht sehen wollt auf dem neuen Kanal. Okay. Und, das war knapp. Ja, könnt ihr mir auf jeden Fall Vorschläge machen, was ihr so sehen wollt im neuen Kanal. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, ich habe jetzt auch ein Ask-Profil. Da könnt ihr mir gerne Fragen stellen. Oh, komm. Ich frage mich, warum das Ding da in der Mitte ist. Verstehe ich überhaupt nicht. Und sie haben gewonnen. Ja, toll. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir noch eine Bewertung hier lassen, wenn ihr das wollt. Sonst schaut am besten auf dem neuen Kanal vorbei, wenn ihr wollt, auch abonnieren. Und da ist auch schon ein Video, da zeige ich euch, wo ich eigentlich meine Programme her habe, so von Adobe. Die könnt ihr euch nämlich alle gratis holen, aber das seht ihr dann da. Und ja, an alle etwas künstlerisch Begabten unter euch, ich brauche einen neuen Kanalbanner und auch ein Profilbild vielleicht. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir gerne mal eins machen, zusenden und vielleicht nehme ich dann das auch her, wenn es mir gefällt. Ihr habt es auch gerade schon gesehen, auf Steam habe ich auch den Namen geändert und somit auch in CSGO. Steht da nicht mehr Split My Life TV oder so oder Timmy the Black, sondern Timmy TV. So heißt auch der neue Kanal. Ja, und das war's eigentlich. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder am neuen Kanal und bis dahin und ciao Leute.